Ja, hallo liebe Zuschauer, wir sprechen weiter im Interview mit Horst Vogel. Wir haben schon so viele Themen besprochen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, energetische Felder, Denken. Und jetzt möchte ich Sie fragen, wie alt sind Sie? 81. 81, das finde ich ganz cool, weil ich ja sehr viel mit Menschen zu tun habe. Und ich spüre, ich sehe sofort, wie viel Lebensenergie jemand hat. Also jemand kann mir so viel erzählen, wie gesund oder nicht gesund er ist, aber ich spüre es einfach. Es ist meine so Begabung, sagen wir mal so. Und ich finde, Sie haben sehr viel Lebensenergie und Vitalität. Sie sehen gut aus. Danke. Ja, Sie haben gute Körperhaltung. Und jetzt meine Frage. Ist es so, dass Ihre Methoden Ihnen geholfen haben, diesen körperlichen Zustand so gut aufrechtzuerhalten? Und deswegen unterscheiden Sie sich von vielen anderen 80-Jährigen? Auf alle Fälle, ja. Es ist mit Sicherheit so. Mhm. Alleine schon die Fähigkeit des gegenwartsbezogenen Denkens fordert das Denken. Es fordert es heraus, sehr schnell auf sich ständig ändernde Situationen eine Antwort zu finden. Und zwar eine machbare Antwort, also nicht irgendwie eine Spinnerei oder so etwas, sondern sehr schnell zu erkennen, was ist möglich und wie gehe ich damit um und welche Fähigkeiten muss ich einsetzen, um die Möglichkeiten zu nutzen. Das heißt, man bleibt immer in geistiger Bewegung. In geistiger Bewegung, aber immer in der Gegenwart. Also nicht rückblickend in die Vergangenheit, wir sprachen ja schon einmal über diesen Rückspiegel, sondern immer in die Zukunft hineinschauend. Mhm. Kann man so sagen, dass zu sehr nach hinten, also in Vergangenheit zu schauen, bedeutet, dass ich zu viel an diese alten Dinge halte und das macht mich alt? Ja, genau. Ich halte mich an alten Dingen fest und werde damit alt. Das ist wie Müll sammeln, oder? Genau. Und diese Mülleinsammlung, praktisch diese geistige Psychomüll, kann man dann auch im Körper wahrscheinlich sehen, wie so verschlackte vielleicht Adern, Arterien, Venen und verschlackte Darm. Verschlacktes Gehirn, würde ich mal sagen. Verschlacktes Gehirn, ja. Das ist noch viel schlimmer, ja. Weil die Materie, die folgt ja immer unserem Geist. So ist es. Und wenn wir ständig mit Dingen beschäftigt sind in der Vergangenheit und oft beschäftigt sind mit Dingen, die vielleicht uns nicht gelungen sind, wir bedauern etwas oder wir kritisieren uns in der Vergangenheit oder halten an Schuldzuweisungen, das ist wahrscheinlich das, was uns auch so verschlackt. Was uns bremst erstmal, also wirklich ausbremst. Und dann eben auch ja, zumüllt, würde ich schon mal ganz einfach sagen. Ja. Es gibt ja so diesen Ausdruck von Descartes, ich denke, also bin ich cogito ergo sum. Deswegen nicht die Materie folgt dem Geist, sondern ich würde sagen, der Geist schafft die Materie. Der Geist schafft die Materie. Ja? Und die Materie bedeutet das Leben, das ich führe. Und das beginnt in meinem Inneren. Und wenn diese inneren Denkprozesse tatsächlich stattfinden, dann schaffe ich damit auch meinen Körper und ich halte ihn auch genau wie mein Denken beweglich und gesund. Ich glaube, dass sehr viele dieser neurologischen Prozesse tatsächlich in unserem Denken stattfinden und dann eben über unsere körperlichen, das körperliche Erscheinungsbild eben sichtbar werden, sodass sie es sehen können. Ja, kann man sich also krank denken? Auf alle Fälle. Und das fällt den meisten Menschen wesentlich leichter, als gesund zu denken. Ja, bin ich einverstanden. Das ist wieder so die alte Gewohnheit. Ne? Und wie kann man sich gesund denken? Ja, indem ich mich aus diesen alten, kranken Gewohnheiten entferne. Also erstmal muss ich wissen, dass ich denke. Ja. Und ich muss wissen, dass ich mit meinem Denken meine Existenz schaffe. Im Guten wie im Bösen wie im Guten. Wir sind aber eher für das Böse, in Anführungszeichen. Ich habe also wirklich eine hochinteressante Geschichte gerade eben gehört. Ja. Wir hatten am letzten Samstag Maria Empfängnis. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Ich weiß es nicht. Und da geht es ja um die unbefleckte Empfängnis. Und da verbinden natürlich die meisten Menschen mit Zeugung und Kinderkriegen immer etwas Unanständiges. Auch wenn es Spaß macht. Aber wahrscheinlich, wenn es nicht Spaß machen würde, würden die meisten keine Kinder kriegen. Und unbefleckt bedeutet aber nur, dass in uns zwei Entitäten sind. Das Böse und das Gute. Und das eben durch im Christentum, durch Gott den Herrn, diese Beflecktheit in der Maria
getilgt wurde und man sie praktisch aus dem Bösen in das Gute hineingeführt hat. Das heißt also, dass sie gar nicht mehr diese von der Erbsünde und was immer so die Rede ist, in ihr wirken kann. Also unbefleckt bedeutet nicht, dass Sexualität etwas Schlimmes ist oder etwas Anrüchiges ist, sondern unbefleckt bedeutet im Grunde genommen herauslösen aus dieser Erbsünde, die sagt, Gut und Böse ist gleichwertig nebeneinander. Heute würde ich sagen, wenn ich gesund sein will, körperlich, geistig, muss ich mich entscheiden, auf was ich schaue. Schaue ich auf das Böse, das Behindernde? Oder schaue ich auf das Gute, das Fördernde? Das heißt also, ich könnte mich im Grunde genommen aus dieser Beflecktheit der Erbsünde, beginnend mit Adam und Eva, befreien, indem ich das Böse, das Behindernde in mir erkenne, modern ausgedrückt, meine eigene Negativität erkenne, diese eigene Negativität konfrontiere. Konfrontieren bedeutet, ich erkenne es und ich wandle es in das Gute und könnte mich somit in einer anderen Denkrichtung bewegen. Geistig, aber dann eben auch körperlich. Und damit könnte ich diese Beflecktheit wandeln in Freude, in Gesundheit, in Glück. Ich denke, wir Menschen sind geboren dazu, ein Leben in Glück und Freude und Zufriedenheit, in Harmonie und Friede zu führen. Und in Jugendlichkeit. Das ist die Folge. Genau. Das ist die Folge. Mhm. Denn wenn ich nicht mich in diesen alten, überlieferten Riten bewege und den Mut habe, die Dinge mal anders zu machen, dann bleibe ich innerlich ja auch jugendlich. Und das ist eigentlich kein Geheimnis. Der Körper macht sofort mit. Der wartet ja nur darauf. Der wartet darauf, dass... Das ist letztendlich meine Entscheidung, danke, wohin ich hinblicke, meine Aufmerksamkeit. Und dann kommen entsprechende wahrscheinlich Gedanken und dann ja auch Handlungen, dass ich Bedürfnis habe, mein Leben so zu gestalten, dass es für mich Gesundheit förderlich ist, oder? Aber Ludmira, dazu gehört Wissen. Ja. Und Wissen entsteht immer, ich brauche eine ganz bestimmte neue Information. Und ich muss mit dieser neuen Information arbeiten. Ich muss diese neue Information erleben. Mhm. Erst aus der erlebten Information wird Wissen. Und der Aufnahme von neuer Information, der Großvater hat so gemacht, der Urgroßvater hat so gemacht, Urgroßmutter und die Großmutter und die Mutter, alle haben es so gemacht, also mache ich es auch so. Das heißt also auch, das ist wieder, ich finde, ein Erziehungsprozess. Natürlich können unsere Eltern immer nur das weitergeben, was sie selbst gelernt haben. Aber ich denke, irgendwann muss auch mal Schluss sein. Irgendwann muss ich in der Lage sein, über einen Erkenntnisprozess Dinge zu ändern. Okay, das liegt an mir, ja? Ob ich diese Vergangenheit von meinen Ahnen lebe oder nicht. Nehme ich die neue Information und beginne mit der neuen Information, die Dinge anders zu machen als in der Vergangenheit. Ich habe dazu immer so einen Spruch, welchen ich benutze, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. So ist es. Ja, und das ist ja auch so, auch mit Alterungsprozess. Und wenn wir nicht bereit sind, Dinge neu anzuschauen, neue Gewohnheiten vielleicht mal anzuüben, die gut für uns sind, dann holt uns die Vergangenheit weit ein. Und dann werden wir alt, oder? Sie ist ja beständig präsent. Sie holt uns nicht nur ein, wir schleppen sie ja mit. Wir schieben sie ja vor uns her, wenn man so will. Wir schieben sie nach vorne, ja. Wir sehen das ganze Zeit vor uns, oder? Was sagten Sie, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ich meine, der geht sogar vor seiner Zeit. Der geht schon von seiner Zeit. Ja. Aber viele Menschen sind schon eigentlich innerlich gegangen. Ich sage immer, viele sterben mit 30 und werden mit 80 erst begraben. Oder viele sehen so alt aus, wie sie niemals werden können. Ja, oder auch so. Ja, das ist cool. Aber dafür brauchen wir natürlich nochmal dieses Wort Entscheidung, wo wir hinschauen möchten. Hinschauen und was wir tun. Es reicht nicht aus, dass wir nur hinschauen. Stimmt. Wir müssen auch das Entsprechende dann tun. Und da kommen wir wieder an die Grenzen, die uns unsere Gewohnheiten setzen. Das ist eben das. Das ist Erbsünde. Die Gewohnheiten, die wir dann ändern müssen, das ist, wie wir im letzten Video gesprochen haben, wir müssen auch bereit sein, die Zahnbürste in die linke Hand zu nehmen. Ja. Und vor allen Dingen, und dann gehört es eben auch, wir sind an den Körper ja gebunden. Und ich finde immer, die meisten Menschen gehen also wirklich unachtsam mit ihrem Körper um.
Sie schauen nicht auf das, was sie essen, sie schauen nicht auf das, was sie trinken, sie schauen nicht auf das, was sie anziehen. Sie gehen einfach mit allem, was ihre körperliche Existenz betrifft, einfach schlampig um. Ja, aber das ist wie mit Gedanken, oder? Ja. Oder wie mit Sprache, wie Sie es gesagt haben, bevor du sprichst, denke. Aber viele Menschen machen das Gleiche, bevor du isst, denke, oder? Und viele essen und dann denken sie. Obwohl da ja doch ein bisschen jetzt so ein bisschen ein Änderungsprozess stand, finde ich. Ich sehe also immer mehr Menschen, die vegetarisch leben, immer mehr Menschen, die vegan leben. Ich weiß nicht, ob in dem Augenblick, wo wir so etwas tun, wenn wir das dogmatisch tun, ob das gesund ist. Ich glaube, das ist, das ist auch falsch. Mhm. Aber vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das, was wir essen und trinken und wie wir essen und trinken. Ja? Also wenn ich manchmal sehe, wie Menschen auch in einem Restaurant, wie sie das Essen in sich reinschaufeln und in 10 Minuten ist der Teller leer, an sich stelle ich mal hinzusetzen und mal gemütlich, ja, so wie die Franzosen. Ah, ja. 3 Stunden, ein Zwei-Gänge-Menü. Ja, das zu einem Kugel dann rauszukommen. Naja, also ein bisschen mehr. Ja, ich finde, in unserer etwas sehr hektischen Zeit stünde uns etwas mehr Gelassenheit und Ruhe, denke ich, sehr gut. Ja, ich denke schon. Also Trend geht das natürlich heute. Es sind so viele Bücher jetzt zum Thema bewusstes Essen, vegan. Ja. Aber ich als Ernährungsexperte sage mal immer so, vegan ist nicht gleich gesund, weil Zucker ist ja auch vegan. Das ist richtig. Ja, und da muss man ja auch. Aber auch, das ist eben diese zur Unterscheidung. Das ist das, was ich sage, dogmatisch. Einfach, weil es ein Trend ist, einfach mal mitmachen eine Zeit lang. Es ist genauso falsch. Ja? Genau wie mit Salz. Sie sagten Zucker mit dem Salz. Es ist genauso. Zucker ist überall drin. Ja? Und nicht immer der beste Zucker. Ja? Nee. Der Industriezucker. Ja? Und mit dem Salz ist es genauso. Ja? Genau. Dann schwimmt also die Welle auf Himalaya-Salz und weiß nicht Gott, alles, was sie für Ideen haben. Einfach um zu schauen. Ja? Einfach mal mit dieser größeren Gewahrsamkeit auch mit uns selbst umzugehen. Genau, diese Fokus nach innen und zu spüren, was tut meinem Körper tatsächlich gut, bevor ich überhaupt anfange, irgendwas zu konsumieren. Ich bin überzeugt, der Körper sagt genau sofort, tu's oder lass es. Sagt er sofort. Aber wir hören ja nicht hin. Wir hören nicht hin, wir hören zu. Wir hören zu. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja. Also Ihr Motto ist nach vorne schauen. Immer nach vorne und schauen, immer weitergehen. Und das ist das Geheimnis für ewige Jugend. Ja. Meine Frau geht nicht gerne mit mir wandern, weil ich sage, da vorne über diesen Hügel gehen wir auch noch drüber. Ich will gucken, was ist dahinter. Und da ist schon wieder der nächste Hügel, wenn wir drüber sind. Ja, also so ungefähr. Aber Ihr Hund wandert gerne mit. Der begeistert. Okay, vielen Dank. Gerne. Tschüss. Danke. Tschüss.